Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Anno hier auf meinem Kanal. Anne ist erzürnt, wie ihr seht. Herzlich willkommen. Wir sind bei... bei den Piraten direkt in der Verhandlung hier. Wir müssen Geld bezahlen, damit wir Waffenruhe haben. Machen wir, weil die nervt. Wir sind nach wie vor dabei, eine Segelschiffwerft zu bauen. Aber wir können sie bauen jetzt. Perfekt. Und nun wollten wir was machen? Ah, wir müssen hier unten mal gucken, dass wir auch Arbeiter machen. Das machen wir einfach. Habe ich die gerade? Nein! Das falsche Haus erwischt. Ich wollte das auf meiner Tycoon-Insel jetzt bestimmt nicht zu Dings machen. So, das heißt, wir machen jetzt hier mal einen Wurstdude und eine Schweinezucht. Die Schweinezucht mal hier hin. Vielleicht so. Und der Wurstdude kommt mal hier hin. Dann machen wir hier mal noch ein Markthaus einfach hin. Vielleicht so. Irgendwie. Ja. So, dann kriegen die hier Wurst. Wir produzieren wahrscheinlich jetzt sowieso zu viel Wurst. Genau, dann könnten wir jetzt halt sagen, das bringen wir hier weg. Warte mal. Nee, das war falsch, das wollte ich gar nicht. Beide Äste desselben Baumes. Angebot, Handelsrechte. Warte mal, sie bezahlt mir das. Okay. Ich dachte die ganze Zeit, sie fordert das. So, wir haben das Schiff fertig. Ah, wollte gerade noch hinspringen, Kollege. Dann fährst du nach Cap Trelawney. So. Ich wollte die ganze Zeit hier, wollte ich was machen. Wartet. Wir machen mal einen Mindestbestand von 10. Das dürfte erstmal reichen. Und den Rest bringen wir weg. Bereit für neue Befehle. So. Also Seile-Typ Arbeit. Der Seile-Typ. Wann brauchen die Schuhe? Brauchen sie schon, okay. Dann lass uns doch mal... machen wir ein Silo und irgendwie eine Getreidefarm oder was? Ja, können wir erst mal mit starten. Eventuell müssen wir halt mal irgendwann was wieder wegnehmen oder so, weil es auch nicht geil ist oder... das später mal optimieren. Aber ich finde immer bei Anno so am Anfang alles abschätzen zu können, was man irgendwie macht oder machen sollte. Oder vielleicht auch nicht, wenn man einfach mal hier hinten hin, das ist ein bisschen aus dem Weg. Ist halt auch echt schwierig. So. Also klar, man hat so die Learnings von den letzten Runden oder von der letzten Runde vor allen Dingen. Aber trotzdem, das hier ist jetzt ja noch wieder ein neues Projekt sozusagen. Also was anderes, dass man irgendwie ganz anders baut. Und das ist halt schon noch wieder, dass du das gar nicht so richtig gut planen kannst. Das ist einfach so. So, guck mal, dann können wir jetzt einen Schuster machen. Hm.
Wo machen wir den hin? Vielleicht einfach hier, guck mal. Berührt genau die Kapelle. Sieht ganz geil aus eigentlich. So, dann machen wir auch bei denen Mindestbestand von 10. Aber dann kann das Schiff auch die gleich mitnehmen, wenn das hier ankommt. Ein bisschen was davon. Ich finde, man muss dann immer irgendwie... Ja, mal gucken, wie wir das abschätzen können, wie viel man mitnehmen muss. Vielleicht erstmal für die Route so, keine Ahnung. Wie lange fährt das Schiff hin und her? Der braucht eine Minute. Vielleicht erstmal so 3 mitnehmen oder so. Irgendwie. Damit man hier nicht einfach mit 50 das Lager leer räumt, auf dem anderen das Lager bis zur Unendlichkeit füllt und dann einfach mit einem halbvollen Schiff den ganzen Tag hin und her fährt. Das ist halt, oder mit einem vollen Schiff sogar. Das ist halt irgendwie Quatsch. Okay, komm, wir können hier noch einen Clipper bauen sogar. Das Ding ist, wir müssen am Anfang natürlich ein bisschen auch gucken, dass wir nicht zu viele Schiffe bauen, weil klar, später ist ja wieder ist wahrscheinlicher, dass wir pro Material eine Route haben oder ne, weniger verschiedene Materialien auf einer Route haben. Aber wir haben am Anfang jetzt ja noch keine Anlegestellen und oder noch nur sehr teure Anlegestellen. Wenn man hier halt guckt, so, die sind halt sehr teuer. Und wenn wir dann überlegen, wir haben am Anfang schon, keine Ahnung, 8 Schiffe hin und her fahren, weil auf einem ist Brot, auf einem ist Schweine, auf einem ist Wurst, so, dann blockieren die sich den ganzen Tag im Hafen. Das ist ja auch nicht Sinn der Sache. Das heißt, am Anfang müssen wir natürlich gucken, dass wir ein bisschen auch mehr Waren pro Schiff mitbekommen. Ach, irgendwie gefällt mir das hier noch nicht, ich weiß auch noch nicht. Mal gucken. Kann ich eigentlich schon... Warte mal. Ja. Oder auch nicht. Warte mal. Hier. Ah, das wäre cooler, wenn das so schräg ist, ne? Ah, wenn das so diagonal wäre, wäre geiler. Schade. Okay, egal. War nur kurzer Test. Wir machen was anderes. Nochmal drüber schauen. Hallo. Seeschlacht finanziert das Volk. Wann habe ich mich denn geprügelt? Wann habe ich mich geprügelt? Und mit wem? Ei, ei. So, also ihr habt jetzt schon Wurst und ihr müsstet gleich auch die Spur bekommen. Ja, er holt gerade welche. Siehst du. So, dann haben wir Bier und die Flöten. Ja, die Flöten würde ich wahrscheinlich auch auf der anderen Insel bauen, bei den Ekos. Und das Brot auf jeden Fall auch. Ich glaube, Seife würde ich auf beiden Inseln produzieren. Einmal hier mit den Oliven und einmal auf der anderen Insel natürlich mit dem Schwein und dem Talg. Den Talg, sein Vater. Weil das ist eigentlich ganz cool, dass es ja so beide Optionen dann gibt. Einmal so ökologisch und einmal ein bisschen mutziger einfach. Und dann kommt natürlich das große Stahlthema, wo wir natürlich auf jeden Fall hier unten bauen werden. Vielleicht sollten wir uns da ein bisschen drauf vorbereiten, dass wir ein paar mehr Leute bauen. Weil wir ja dafür schon ganz schön viele benötigen. Im Vergleich zu der Eco-Insel, ne? Das ist ja... Da brauchen wir natürlich dann zu dem jetzigen Zeitpunkt nicht so viel Arbeitskraft. Wir werden auch nicht drum rumkommen, dass wir mit einem Pendlerkai arbeiten. Ich habe erstmal irgendwann mal überlegt, ob man das vielleicht weglassen kann. Aber es ist dann super schwierig zu sagen, wir kriegen halt alles irgendwie in den Griff. Also wir kriegen alles irgendwie arbeitskrafttechnisch voreinander. Weil man dann immer genau gucken muss, okay, kann ich das überhaupt so umsetzen, wie ich das will?
Deswegen werden wir wahrscheinlich um den Pendler-Kai gar nicht groß herumkommen. Aber ja, müssen wir einfach mal schauen. Ist jetzt ja auch nicht so schlimm, ne? Wenn halt eben die Ekos dann halt irgendwie in die Dreckstadt fahren müssen und da zu arbeiten, aber leben halt einen anderen Lebensstil auf ihrer Insel, ne? Sind sie da zu Hause. Ich meine, das kennt man ja, ne? So. Man lebt in einer geilen Bude und dann fährt man auf den Arbeitsplatz und denkt sich, ach du Schande. Was ist denn hier los? Deswegen, ich glaube, das ist schon in Ordnung so. Ich versuche halt immer so ein bisschen Realismus bei sowas halt auch mit reinzubringen, weil es halt einfach auch ganz cool ist. Deswegen baue ich ja auch Städte so, wie ich sie eben baue und nicht wie manch anderer sie baut, indem man sagt, man sourced alles aus, was man so hat. Danke für die Liebenswürdigkeit. Ja. Für den Einsatz. So, jetzt machen wir eine Route. Passt auf. Wir werden sehr viele Routen in Cap Trelawney haben. Die Frage ist halt, wie nennt man die jetzt? Ja, ist eigentlich egal, ne? Eine neue Gruppe. Jetzt seht ihr endlich mal ein bisschen mehr von der Routenerstellung, weil ich habe meine Cam so ein bisschen kleiner gemacht. Merlin, ein Clipper. Nee, du musst aber ein Clipper sein. Der hier ist das. So, und du lädst hier. Du lädst hier. Einmal. Muss doch hier oben sein. Wurst und Schuhe. Aber wir machen mal drei. So, und die bringst du dahin. Das ist so süß. Drei. pass auf, dann könntest du, nee, lass das mal so lassen. So, der wird jetzt erstmal ohne Dings losfahren. Weil wir ja einen Mindestbestand festgelegt haben, das heißt, der wird jetzt noch nichts laden können. Aber ist auch okay. Kann ja erstmal alles ein bisschen arbeiten. Und dann haben wir jetzt hier einen Clipper in Auftrag gegeben? Nein. Haben wir genug Arbeitskraft? Nein. Alles nein. Das ist ja ärgerlich. Okay, dann bauen wir auch hier nochmal ein paar neue Häuser. Ja, hier so eine am Wasser sehe ich mich. Huch. Habe ich den wohl ein bisschen verschoben, das Gebäude da. Egal. Machen wir so. Wir lassen da erstmal wieder ein paar Lücken natürlich. Die wir dann irgendwann mal füllen können. Wir werden dann wahrscheinlich auch nochmal wieder alles über den Haufen werfen. Man kennt es. Aber ja, erstmal finde ich es immer so ganz cool, weil dann ist man so ein bisschen flexibler. Ja, und sind wir mal ehrlich, früher war es auch so. Man hat sich irgendwo angesiedelt und dann hat man erstmal ein großes Grundstück gehabt. Heutzutage ist das ja alles ein bisschen anders, wenn man in Städte kommt oder so, aber wir haben ja noch keine Städte. Und wenn man sich hier halt ansiedelt, hat man halt hier einen Garten. So. Ich bin jetzt auch natürlich noch nicht dabei, hier irgendwie Deko für die Bauern zu bauen, hinten dran so. Einfach aus dem Grund, weil, wenn man die aufstuft, wenn jetzt irgendwann vielleicht mal Ingenieure werden, weil es gerade zur Stadt passt, ist es halt irgendwie Quatsch, wenn die einfach, keine Ahnung, Vogelscheuche im Garten haben. Das ist irgendwie ein bisschen unpassend. So, wenn man dann irgendwann sagt, so, okay, hier ist jetzt mein Bauerndorf und das bleibt vielleicht, dann, dann ist das cool, dann kann man das machen und dann kann man da auch irgendwie sagen, man hat die Deko oder man arbeitet mit der Deko sozusagen. Jetzt am Anfang ist das halt immer so ein bisschen, bin ich da immer kein großer Freund von. Deswegen mal schauen. Guck mal, wir haben gerade Einfluss gewinnert. So, wir könnten ein bisschen mehr aufsteigen lassen. Vielleicht so. Weil jetzt können wir ein Schiff bauen. Lass das mal machen.
Denn wir könnten ein zweites Schiff machen, was dann von hier quasi die ersten Sachen runternimmt. Nämlich das Brot zum Beispiel. Sollte ja das Brot werden, was wir hier runterbringen. Weil dann haben wir die Seife, die auf beiden produziert wird. Die Schule muss natürlich auf beiden stehen. Gar kein Weg dran vorbei. Kirche ebenfalls. Das Bier müsste man sich mal überlegen, wo man das machen will. Ich denke mal, das Bier machen wir auf der Eco-Insel. Genauso wie die Flöten. Weil wir gerade arbeitskrafttechnisch natürlich hier das Stahlwerk haben, was natürlich reinschallert. Und dann kann man das ein bisschen ausgleichen vielleicht. Indem man sagt, man macht Bier woanders. Oder auf der anderen Insel. Ich glaube, das ist ein ganz okayer Kompromiss. Gerade auch Stahlwerk ist natürlich heftig. Also, wenn wir effektiv arbeiten wollen, bräuchten wir vielleicht sogar zwei Stahlwerke, was richtig krass wäre. Müsste man da mal schauen irgendwie. Das wäre übel. Weil mit einem Stahlwerk und dann bringst du ein bisschen Stahl hin und her, das dauert natürlich echt lange, ne? Also das darf man nicht unterschätzen. Wo könnte man denn sonst noch danach einsparen? Man könnte natürlich Fenster potenziell hier erstmal machen. Ist vielleicht auch gar nicht so verkehrt. Finde ich gar nicht so schlecht irgendwie. Ich meine, eine Glashütte, ja, sieht jetzt auch nicht so ökomäßig alles aus, ne? Logisch. Aber ist halt auch nicht so umweltschädlich. Dann könnte man als Ausgleich natürlich die Fenster hier machen. Als Kompromiss, weil den Zement will ich wieder auf der anderen Insel auf jeden Fall machen, weil der Beton passt da eher zu. Man muss da halt nachher mal gucken, wie das hier so ein bisschen am Anfang die Waage hält, bis man eben die Pendlerkais hat. Dann ist es, glaube ich, egal. Aber bis man die machen kann, müssen wir noch ein bisschen kalkulieren, denke ich mal. Wir könnten auch einen Besucherhafen machen. Stimmt. Kann man den... Kann man das versetzen? Ich kann das aufs Meer bringen. Oh. Wie wäre es, wenn wir sowas mal machen? Einfach mal hier so. Hä, so könnte man sich ja voll die Brücken sparen. Ja, sieht jetzt gerade nicht schön aus. Aber ey, irgendwie sehe ich mich da gerade. What? Ja, jetzt noch ein bisschen schöner machen oder so. Stadt ist attraktiver geworden. Oh, 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 ja, ja, ja. Ich muss die Straße bauen. Sorry. Das war knapp. Jetzt hat er auch keine Straße mehr. Mensch, Kollege, was soll denn das? Also hätte ich mir die Brücken sparen können. Ich finde es irgendwie ganz geil. Die Frage ist nur, was baut man hier rein? Weil da kommen ja die Flüsse so raus. Na, wir überlegen uns nochmal irgendwas. Wir überlegen uns. So, wir machen erstmal hier... Naja, nicht Steinstraße. Wir machen erstmal hier noch einmal die Straße hin. Aber wieso habe ich jetzt keine Arbeit? Ach so, die sind einmal ausgezogen alle, ne? Jeden Tag dasselbe. Ja, der hat jetzt nicht genug Material, weil ich gerade kurz keine Straße hatte. Deswegen sind die ausgezogen jetzt gerade. Die müssen jetzt immer wieder einziehen, oder? Genau, Gemüse könnten wir noch machen, ne? Aber ich glaube, wir haben nach wie vor noch genug Fisch. Und wir haben nach wie vor nicht genug Fisch. Wait a minute. Wie denn? Immer noch keine Haare, keine Straße? Ach, der hat kein Markthaus. Oh. Jo. Das macht Sinn. Ja, dann gehst du halt da lang. Okay. Dann nehmen wir den mal hier hin. Machen wir so. Dann hat er wieder ein Markthaus. Sorry, ich wusste nicht, dass mein Umzug da so
ist meine Maus denn hingesprungen? So viel Effektivität verliert hier alles. Mann, ey. So, wir sind schon wieder am Ende angekommen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich wünsche euch einen schönen Nachmittag. Genießt ihn, abonnieren nicht vergessen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.